Der hört jetzt nichts mehr. Sehr schön. So war's das. Haben wir alle. Scheint so. Wie er gesagt hat, was hat man hier ausgegraben? Wir werden's rausfinden, Aloy. Wir werden's rausfinden. Hier noch. Altes Gefäß. Mit Scherbenplünderfertigkeit kannst du Ressourcen mit 50% mehr Schall aufbrechen, indem du... Aha. Noch eine Explosion. Untersuche der Explosion. Was ist denn der Funktionstyp? Okay. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Es muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Was ist denn da, ne? Ich werde nie in diesen Turm kommen. Fokus. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Noch dazu. Da kommt Rauch aus. Was wohl deine Schwachpunkte sind? Ja. Aber du siehst doch die Schwachpunkte, Aloy. Richtig. Wo ist der Letzte da? Die Dinger haben es in sich. Okay. Oh ja. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Mal
Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Wo ist die Lücke? Ach toll. So habe ich jetzt die Cam gerade angemacht. An! Identi-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Ja. Sag mir jetzt bitte nicht, mein Spiel hat sich aufgehangen. Sag mir jetzt nicht, mein Spiel hat sich aufgehangen. Hallo, Spiel. Scheiße. Hat sich das Spiel aufgehangen? Offiziell nicht. Spiel? Hallo? Ich kann auch gerade nichts machen. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Sehr schön. Dann muss ich das wohl mal beenden, das Spiel, leider. Eine Rückmeldung, ja, danke dafür. Spiel, würdest du jetzt... Dankeschön. Schön, auf jeden Fall schön. Wenn sich das Spiel aufhängt. Spiel aufhängen ist nicht schön. So. Na, dann testen wir nochmal. Ich bin jetzt gespannt, wo das Spiel gespeichert hat. Bin wirklich gespannt. Fortfahren. Na, mal gucken. Wenn wir jetzt irgendwo sind, dann beende ich den Stream. Wenn wir jetzt irgendwo in der Pampa sind, weit weg von allem, dann würde ich das nämlich offscreen nochmal spielen. Untersuche das Geröll. Ja, das geht ja immer noch. Ich hoffe, er hängt sich jetzt nicht erneut einfach auf. Sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Jo. So. Weil die Cutscene so schön war, kriegt man sie jetzt nochmal. So.
Identiscan wird durchgeführt. Oh, so jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Sehr schön. Diesmal hat er sich nicht wieder aufgehangen. Dr. Sobek, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Ja, es geht doch noch. Was ist hier los? Ich hoffe, der hat zu lange gewartet, der Gute. Hier irgendwo. Huch! Das habe ich nicht gesehen. Aber wir sollen eh hier runter. Mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Okay, und mit irgendeinem Schwarm, was auch immer dieser Schwarm ist. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Pharaoh globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Pharaoh Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser. Und immer überraschend. Pharaoh Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein... Was war das hier? Das ist viel größer als ein Stamm. Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Oh Gott, die werde ich mir jetzt nicht alle durchlesen. Definition Unternehmen. Okay. Was ist denn noch irgendwie? Hier gibt's noch. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Pharaoh Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik.
Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Weil der Mensch seltsam ist, Aloy. Loot. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, dann. Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Was haben wir hier noch? Ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Sieht hier eher aus wie ein Bunker. Nicht wie irgendein Unternehmen. Oder das Unternehmen war im Bunker. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Ja, und du? Tür ist unser Ziel. Vorratskiste. Das Hochklettern hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Ja, ja. Bestimmt. Huch. Willkommen bei Faro Automated. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Wo alle Probleme von morgen schon. Nee. Ach, hier. Hier kann ich hochklettern, alles klar. Aber bringen tut mir das jetzt auch nichts, da einmal hochgeklettert zu sein. Es sei denn, wir könnten uns hier festhalten und... Aloy, lass. Ich würde gerne mich hier ranhangeln. Genau. Geschafft. Es scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Erstmal umgucken hier. Der FSP-5 Kopesch ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann. Huch. Hab ich das jetzt versehentlich unterbrochen? Der FSP-5 Kopesch ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger.
ultimative Kampfkraft. Allerdings. Allerdings. So, was haben wir hier hinten noch? Spirituelles Treffen.